Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie, Mord im Orient Express. Hoppala, ich wollte mich eigentlich nur kurz drehen, aber da drehte sich plötzlich der ganze Raum und plötzlich stand er hier. Was ist denn jetzt passiert? Ja, in der letzten Folge haben wir ein verschwundenes Zugticket gefunden. Unsere Taschen sind gepackt. Ich habe mein Ticket und meine Papiere. Wenn Sie mir Ihre geben? Ich trage meine lieber bei mir. Aber als Ihr Sekretär... Als mein Sekretär sind Sie für mein Gepäck verantwortlich, Hector. Ja, jawohl, Sir. Dieser Mann, er kommt mir sonderbar vor, als ob ich ein wildes Tier beobachten würde, in freier Wildbahn. Ein Gepard oder sowas. Aber was mir eigentlich mehr... Kann man die ansprechen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Was ist das denn für eine? Will die einen Mord begehen oder komme ich gar nicht hin? Also doch verlassen. Weil sie hat da ja ganz offensichtlich auch gelauscht gerade. Verlasse das Hotel. Wieso da? Achso, weil ich mit ihm reden muss? Wir müssen zum Bahnhof fahren. Unser Gepäck ist im Taxi. Haben Sie das Ticket gefunden? Es war ein äußerst schwieriger Fall, aber irgendwie gelang es Hercule Poirot, ihn zu lösen. Ich wusste, dass Sie es schaffen. Jetzt können wir uns zurücklehnen und eine entspannte Zugfahrt genießen. Bahnhof Istanbul, 15. Dezember 2023, 15 Uhr. Schätzen Sie sich glücklich, Poirot. Natürlich ist keine Reise in diesem Zug jemals gewöhnlich. Aber dies ist ein besonderer Anlass. Um das 140-jährige Bestehen des Orient Express zu feiern, wird die Lokomotive keine andere sein als die prächtige Pacific 231 G558. Da ist der Poirot. Der berühmteste Zug der Geschichte. Ich kriege vor Stolz ein bisschen Pipi in die Augen. Es ist Zeit, dass wir an Bord gehen, mon ami. Folgen Sie mir. Der Schlafwagenschaffner Pierre Michel wird Sie zu Ihrem Abteil führen. Nach Ihnen, Burg. Sie wurde 1922 in Frankreich von Batignolles-Châtillon gebaut. Als sie 1938 von der SNCF gekauft wurde, erreichte sie eine Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Sie werden selbst sehen. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Heutzutage wird der Zug auf 100 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Ich versichere Ihnen, dass diese Geschwindigkeit mehr als ausreichen wird, um Sie rechtzeitig nach Paris zu Ihrem Anschlussflug zu bringen. In der Zwischenzeit können Sie sich von der Magie des Orient Express verzaubern lassen. Bonsoir, Monsieur. Ihr Abteil hat die Nummer 202. Ich fürchte jedoch, dass alle anderen bereits ausgebucht sind. Ausgebucht? Aber wie kann das sein? Es ist unglaublich, Monsieur. Die ganze Welt reist heute Abend. Trotzdem müssen Sie für diesen Herrn hier einen Platz finden. Ich kann meine Beobachtungsgabe trainieren, während versucht wird, ein Bett für mich zu finden. Er ist ein Freund von mir. Er kann Nummer 201 beziehen. Ebenso belegt, Monsieur. Was? Nummer 201? Mais oui, Monsieur. Ach so, Ransom. Wir sind voll. Wie bing, wir müssen an Bord gehen. Ich weiß. Aha. Ich habe schon von Flugangst gehört, aber Zugangst? Jetzt mach dich nicht noch über mich lustig. Niemals, mein Liebling. Sobald unser Abteil fertig ist, gehen wir an Bord. Warum steht da jetzt ein Pfeil? Liebling, wir müssen an Bord gehen. Ich weiß. Jetzt mach dich nicht... Niemals. Ja, nochmal wollen wir das nicht. Ich glaube, der Pfeil bedeutet nur sowas wie...
Achso, LT ist herauszoomen. Ah, okay. Sowas wie, den hatten wir schon. Ach, da ist die Madame wieder. Es ist die junge Frau aus dem Hotel. Sie möchte wieder den alten Mann mit seinem kleinen Freund beobachten, aber selbst nicht gesehen werden. Tja, hat wohl nicht ganz so gut geklappt. Und wo sind die beiden? Hier. Wurde alles an Bord gebracht, Hector? In Ihr Abteil, Mr. Ratchet. Ich lasse das Zimmer erneut desinfizieren, wie Sie es angeordnet haben. Ich habe auch einen Anruf von den Indern erhalten. Der Verkauf geht wie erwartet über die Bühne. Es gab nie einen Zweifel daran. Keine weiteren Anrufe, Hector? Aus Genf oder aus Venedig? Nein, Sir. Welchen Anruf erwarten Sie? Geht Sie nichts an. Prüfen Sie unsere Tickets. Wir gehen nicht an Bord, bevor nicht alles bestätigt ist. Der junge Mann wird sehr freundlich. Aber der andere, der ältere Mann, ist da ganz anders. Das war ja eben auch schon so. Ah, da ist noch was. Warum hast du so viel Hummer bestellt, Totaro? Liebe Freya-san, ich brauche ihn für meine Spezialität am zweiten Abend. Und wenn der Hummer à la Mori nicht frisch ist, werden die Passagiere das merken. Wir haben nicht genug Platz für meine Desserts. Heute Abend Schokoladenkuchen mit geschmolzenem Kern, morgen meine Spezialität. Das ist nicht mein Problem. Die Gäste werden ohnehin keinen Platz für Dessert haben. Servier deinen Hummer heute Abend. Hühnchen, Aramori, muss das erste Abendessen für die Reisenden sein. Es ist leichter zu verdauen. Ach, du bist wirklich der Egomane, für den dich alle halten. Aus gutem Grund. Ich bin die Rock. Du nur ein Waggon. Oha, oha. Das klingt so nach Problemen miteinander. Aber ich kann doch jetzt gar nichts mehr angucken. Ich will ja eigentlich nur wieder raus. Leute? Ich habe doch jetzt alles gemacht. Ich kann nicht rausgehen. Nur eine Information. Zuerst muss ich einen Ort zum Schlafen finden. Ich will aber herauszoomen, weil ich nichts mehr hab. Ich kann ja schlecht nochmal hier beobachten. Ah, da hinten ist noch jemand. Mary. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Wenn alles vorbei ist. Wenn es hinter uns liegt. Dann. Die Dame mit dem grünen Ohrring. Beziehungsweise türkisen Ohrring. Poirot, ich bin zutiefst beschenkt. Schön und gut, es ist das 140. Jubiläum, aber wer hätte denn mit einer solchen Welle an Passagieren rechnen können? Der Inhaber. Wollte ich nur mal gesagt haben. Passagiergespräche. Ich sollte aus meinen Beobachtungen auf dem Bahnsteig Schlüsse ziehen. Steht der Junge zum älteren Mann? Er ist auf jeden Fall sein Sekretär. Hervorragend. Wovor hat diese Frau vor der... Also, sie sagt zumindest vor der Zugfahrt. Adäquat. Das ist übrigens die mit den anderen Ohrringen, die auch im Hotel waren. Wie fühlt sich die Frau? Sie ist ja besorgt. Also, glücklich auf gar keinen Fall. Aber überrascht war sie auch nicht. Ui. Die Lagermöglichkeiten im Kühlschrank, das Kochen in einem fahrenden Zug, ihre kleine Unterkunft. Also wenn ich es richtig verstanden habe, haben die wohl über die Lagermöglichkeiten gesprochen. Deswegen nämlich auch dieses, der Hummer muss frisch sein. Aber über das Kochen im Zug haben sie auch gesprochen. Aber ich sag mal das Erste. Gute Arbeit.
So, wen beobachtet diese Frau? Das sind die beiden. Ja. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Das waren ja auch nur die Beobachtungen. Poirot, wir haben eine Lösung. Ein Passagier ist noch nicht gekommen. Ein Engländer namens Monsieur Arist. Ein Name mit gutem Omen. Na, es ist Zeit zur Abfahrt. Was kümmert mich an Monsieur Aris? Wie Monsieur wünscht. Ich habe Ihr Gepäck direkt in Ihre Abteil bringen lassen. Leider wird Ihnen ein anderer Passagier Gesellschaft leisten. No. Nur für die erste Nacht. Es geht nicht anders. Ich werde es überleben, mon ami. Monsieur Bouc, im Kühlschrank der Küche ist nicht genug Platz, um alle meine Zutaten unterzubringen. Wie kann das sein? Seine Rezepte sind so extravagant. Wir müssen etwas auf dem Bahnsteig zurücklassen. Ohne meine Hummer. Ohne mich. Und die Passagiere des Orient Express müssen ungern? Niemals! Muss ich eingreifen? Das Problem ist eines Poirots unwürdig. Aber ich habe nicht die Absicht, den luxuriösesten Zug der Welt zu verungern. Nein, und ich wollte gerade doch sagen, ich bin froh, dass ich mich da nicht drum kümmern muss. Ach Leute, es ist fies. Das Personal scheint etwas Hilfe zu gebrauchen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier eine Schlussfolgerung machen. Okay, dann sprecht mal. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es ist unmöglich, alles im Kühlschrank der Gary unterzubringen. Selbstverständlich sind meine Hauptgerichte wichtiger. Als das Dessert. Wenn Mr. Maury seine Hummer ein oder zwei Tage später servieren würde, könnten wir an einem anderen Bahnhof unsere Vorräte wieder auffüllen. Später? Du verlangst von mir, dass ich meine Spezialität später serviere, Freya-san? Beruhigen Sie sich, mon ami. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Ist das eine Abbildung des Kühlschrankinneren? Darf ich sie sehen? Ja, er weigert sich, sie sich anzusehen. Ja, eine sehr, sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Amerikanerin oder... Ich würde sagen, ja, ne? Sieht so ein bisschen wie eine Amerikanerin aus. Jetzt komme ich nicht nach rechts. So, Konditorin. Das auf jeden Fall. Alter, ja. Sieht eher wie 27 aus. Also 53 auf gar keinen Fall. Sieht eher wie 27 aus. Kann man schlecht sagen. Also so besonders jung sieht sie auf jeden Fall nicht mehr aus. Das ist die richtige Antwort. Okay, dann der Plan. Ui. Fangen wir mal oben links an. Ach so. Oh nein, ist das euer Ernst? Nein. Obwohl ich solche Spiele eigentlich immer geliebt habe früher. Werde ich jetzt wahrscheinlich kläglich damit scheitern, bei meinem Glück. Weil wenn ich sowas vor der Kamera machen soll, dann, dann kann das schon nichts werden. Mit X kann ich das drehen, okay. Das werde ich wohl auch müssen, so wie es aussieht. Okay, wir könnten das drehen und das drehen. Bringt uns das irgendwas? Ich weiß es noch nicht genau. X ist anscheinend doch nicht zum Drehen, weil mit X kann ich nicht drehen. Ja. Auch nicht schlecht. Steht zwar drin, dass man mit X drehen kann, aber ich kann nicht mit... Ach so, Moment. Oh. Ups. Wir können nicht mit X drehen. Haben wir jetzt gerade festgestellt. Wir können das Ganze damit nur zurücksetzen. Okay. Dann nehmen wir mal... Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Also wenn es zu lange dauert, bin ich ganz ehrlich, dann schneide ich das entsprechend zurecht. Das geht nicht, weil... Aber wir können es auch gar nicht drehen, oder? Wir können nur bestätigen. Das ist ja doof. Und das können wir auch nur so hochkant nehmen.
Da wäre noch was mit zwei rein. Das ist mit zwei rein. Das könnten wir eventuell hier rein. Ah, nee, das ist... Ah, okay. Das würde auch nicht passen. Doch, das ist eins rein. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich kann die tatsächlich nicht drehen. Und da haben wir jetzt nicht viel Auswahl, wo wir das Ganze noch reinsetzen könnten. Passt das? Passt das? Passt das? Okay, ich muss das überhaupt nicht rausschneiden. Sehr schön. Voilà. Sie haben das Abendessen für morgen gerettet. Monsieur Poirot, ich werde den besten Hummer nur für Sie reservieren. Das freut mich, Monsieur. Und nun zum Dessert, Mademoiselle. Das wird hoffentlich das letzte Rätsel sein, das Sie auf unserer Reise lösen müssen, mein lieber Poirot. Ihr Abteil für heute Abend befindet sich im hinteren Teil des Wagens der zweiten Klasse. Nummer 102. Morgen ziehen Sie in ein Privatabteil um. 102, sehr schön. Kann ich mit denen nochmal reden? Nee, nur finde das Abteil. Na gut, sehr schön. Allerdings glaube ich nicht, dass das das letzte Rätsel sein wird. Willkommen, Monsieur Poirot. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Vielen Dank, Monsieur Michel. Ich bin froh, dass Sie mich unterbringen konnten. So. Ist das jetzt der... Nee, warte mal. Da sind wir reingegangen, oder? Und er meinte der hintere Waggon, obwohl hier steht Bar. Da kommen wir auch gar nicht durch. Na gut, meint er wohl eher den vorderen Waggon mit. 102 hat er gesagt. Da könnte ich aber auch öffnen. Ich weiß nicht, ob der das so toll findet, wenn er da reingeht. Wieso steht er vor... Ach, ist das der Typ, mit dem ich mir das teilen muss? Pardon? Oh, ich bitte um Verzeihung. Dankeschön. Falsches Abteil. Ich muss Nummer 102. Ach so. Oh, Entschuldigung. Ich habe nur die 2 am Ende gesehen. Na gut, müssen wir noch... Moment, hä? Da ist jetzt 2? Oder Waggon 2? 106. Ja, ja, doch. Dann sind wir doch hier richtig. Ich habe jetzt nur auf die 2 am Ende geachtet. Ich habe gar nicht gesehen, dass da eine 2 davor stand. Aha. Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie sind hier falsch. Sind Sie Monsieur Harris? Nein, mein Name ist McQueen. Ich... Es gibt keinen anderen Schlafplatz im Zug, Monsieur. Alles ist vorbereitet. Sie haben das obere Bett. Abfahrt ist in einer Minute. Der Zug ist erstaunlich voll. En voiture! Sir, wenn Sie lieber das untere Bett haben wollen, der Einfachheit halber, Sie wissen schon... Es würde mir jedenfalls nichts ausmachen. Nein, nein, Sie sind zu nett. Es ist nur für eine Nacht. Bis Belgrad. Oh, verstehe schon. Sie steigen in Belgrad aus. Nicht ganz. Agatha Christie, Mord im Orient Express. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.